Hallo ihr Lieben, heute gibt es ein neues Video von uns zum Sex-ABC. Das Wort, um das es heute geht, befindet sich wie immer in diesem kleinen Kästchen und wir schauen jetzt mal, was da heute für euch drin ist. Heute geht es um den Buchstaben G und es geht um Gleitmittel. Was Gleitmittel ist, wofür man es benutzt und worauf man beim Gebrauch achten sollte, all das erklären wir euch in diesem Video. Also, nehmt euch ein bisschen Zeit, macht euch gemütlich und los geht's! Gleitmittel kann man beim Sex immer dann verwenden, wenn man möchte, dass es so ein bisschen mehr flutscht, also das Ganze ein bisschen feuchter ist. Das kann man zum Beispiel benutzen, wenn die Vagina aus irgendwelchen Gründen nicht wirklich feucht wird oder man sie vielleicht einfach noch ein bisschen feuchter haben möchte. Ganz wichtig ist, beim Analverkehr muss man sogar Gleitmittel benutzen, weil der Po ja nicht wie die Vagina feucht wird. Wenn man Gleitmittel benutzt, muss man auf ein paar Dinge achten. Zum einen haben Gleitmittel, so wie zum Beispiel auch Kondome, ein Haltbarkeitsdatum und es steht auch immer ein CE-Zeichen drauf. Ganz wichtig ist, wenn man das Gleitmittel zusammen mit Kondomen verwenden möchte, dann muss das Gleitmittel sich mit den Kondomen vertragen. Das heißt, es darf nicht aus irgendwelchen Fetten oder Ölen bestehen, sondern muss auf Wasserbasis sein oder auf Silikonbasis. Das steht auf den Gleitmitteln immer drauf. Man kann also schauen, da steht immer drauf, kondomverträglich, auf Wasserbasis, Silikonbasis, irgendwas in der Art. Gleitmittel gibt es mit Geschmack und ohne Geschmack, mit Geruch, ohne Geruch. Das kann man machen, wie man das gerne möchte. Wenn Geschmack drin ist oder Geruch drin ist, muss man vielleicht ein bisschen gucken, ob es vielleicht zu Allergien kommen kann. Kaufen kann man Gleitmittel eigentlich heute in allen gut ausgestatteten Drogerien. Das steht dann dort, wo auch Kondome zu finden sind. Natürlich kann man es auch im Internet bestellen oder in Apotheken kaufen. Das kann man machen, wie man möchte und es gibt es auch in unterschiedlichen Verpackungsgrößen.